Das Schiedsrichter-Trio aus Kärnten, die Gäste aus der Steiermark und die Blau-Weißen mit dem Vorhaben, dieses Heimspiel unbedingt zu gewinnen. Nur 550 Zuschauer im Donaupark, in Anbetracht der Temperaturen aber verständlich, es ist bitterkalt. Übermotiviert Dominik Hassler in Minute 6, weil Wim Leitner aber gleich zu verstehen gibt, was er von solchen Aktionen hält, sieht er so wie auch der Grazer Stürmer die gelbe Karte. Die Gastgeber eher übervorsichtig in der Anfangsphase, lediglich dieser Schuss von Tino Wawra. In Minute 7 hat es in dieser Zusammenfassung geschafft. So plätschert die Partie 35 Minuten lang dahin, bis plötzlich der Ball im Tor der Blau-Weißen landet. Der Schuss aus der zweiten Reihe von Philipp Hörmann. Kenzie notiert das noch recht gelassen. 5 Minuten später wird in dieser Situation auf Foul an Nikolov entschieden. Genau die richtige Distanz für den Freistoßtrick Marke Tino Wawra und, was soll ich Ihnen sagen, wieder ist er drinnen. Beinahe schon Woche für Woche versenkt der Blau-Weiß-Kapitän so ein Ding. Der Pausenstand im Donaupark damit 1:1. Kaum aus den Kabinen retour, legen die Hausherren los wie der geölte Blitz. 47. Minute, Idealauflage für Manuel Hartl und das ist die erstmalige Führung an diesem Abend für den FC Blau-Weiß Linz. Doch dieses 2:1 gilt nur knapp 3 Minuten. Dann geht nämlich Boris Arapovic bei einer Flanke ganz tief hinunter und besorgt per Kopf das 3:1. Ja, die ersten 5 Minuten der zweiten Spielhälfte gehören klar den Gastgebern, die so eine Vorentscheidung erzwingen. Minute 58, dann aber ein leichtfertiger Ballverlust, Knabl und Koll nicht konsequent. Weinberger kann sich durchsetzen und den Anschlusstreffer für die Amateure von Sturm Graz erzielen, nur noch 3:2. In Gefahr gerät der blau-weiße Sieg jedoch nicht mehr, denn schon in Minute 63 stellt Arapovic den 2-Tore-Abstand wieder her. Die Vorarbeit einmal mehr von Svetozar Nikolov, der wieder eine sehr gute Partie spielt. Und jetzt sind sie richtig in Torschusslaune. 70. Minute, Flanke Nikolov. Sulimani ist mit dem Kopf zur Stelle. 5:2 durch Haron Sulimani. Das Spiel längst entschieden. Da kommt es noch zu einem Strafraumfoul von Neuhold an Arapovic. Tino Wawra mit dem Elfmeter. Und der Blau-Weiß-Kapitän macht das halbe Dutzend voll. Der FC Blau-Weiß Linz schlägt die Amateure von Sturm Graz klar und deutlich mit 6:2. Auf alle Fälle, wir haben zu ruhig gespielt, erste Hälfte, zu wenig Emotionen, und Emotionen gehören zu Fußball. Und dann war Weckruf, aber zweite Hälfte, ich habe Gas gegeben in der Kabine und die Mannschaft hat Gas gegeben auf dem Platz. Ich denke schon, dass wir auch, wenn wir nicht so gut spielen von Anfang an, dass wir trotzdem die Qualität haben, das wissen wir, dass wir dann trotzdem ein Spiel gewinnen können. Momentan gelingt es uns auch gut und ja, wie gesagt, es ist ein weiter Weg, aber wir wissen alle, was wir wollen. Es arbeitet jeder dran und ich glaube, nur so kann es funktionieren.